Spätestens seit 2 Jahren ist uns mehr denn je bewusst, dass Arbeiten im Homeoffice nicht unbedingt eine Ausnahme ist, sondern eher die Regel sein kann. Einhergehend damit gab und gibt es auch immer noch Hürden, den persönlichen Kontakt mit seinen Kollegen zu pflegen, sodass Videokonferenzen und Videochats wichtiger denn je wurden. Mit Sicherheit eines der wichtigsten Mittel sind sogenannte Webcams, die es auch in schwierigen Zeiten ermöglichen, nicht nur mit Kollegen, sondern auch mit Freunden und auch der Familie in Kontakt zu bleiben. Genau aus diesem Grund möchte ich euch heute die neue Videobar B600 von AnchorWork vorstellen und euch gleichzeitig zeigen, welche Funktionen die AnchorWork Software bietet, um das Bestmögliche aus dem Bild herauszuholen. Wie sich das Topmodell B600 in den letzten 3 Wochen an meinem Schreibtisch geschlagen hat, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Nun aber auch schon direkt zu AnchorWork Videobar B600, wobei ich am Anfang erst einmal ganz kurz die technischen Daten abklopfen möchte. Es gibt bei dieser Webcam eine maximale Auflösung in 2K, es gibt einen Autofokus, der euer Gesicht immer im Fokus hält, insgesamt 4 Mikrofone für eine noch bessere Audioübertragung, 2 Lautsprecher und ein integriertes Videolicht, das euch auch in dunklen Räumen etwas besser ausleuchten soll. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Kameramodul auch 2 Kabel, eines für die stetige Stromversorgung mit der Kamera, das zweite Kabel dient zur Datenübertragung zu eurem PC oder auch Mac. Alternativ könnt ihr das Powerkabel aber auch über den mitgelieferten Adapter an einer Steckdose betreiben. Nachdem man die LED-Leuchte, die gleichzeitig als Privatsphärenschutz vor dem Objekt tief genutzt werden kann, nach oben geklappt hat, kann man über die rechte Seite mittels eines touch-sensitiven Buttons die LED-Lichtleiste einschalten. Rechts von dem Objektiv befindet sich zudem eine Fläche, über die die Helligkeit in ihrer Intensität per einfachem Swipen nach links oder rechts geregelt werden kann. Ähnliches funktioniert aber auch auf der linken Geräteseite, da hier ebenfalls ein touch-sensitiver Button verbaut wurde, der in diesem Falle die Mikrofone stumm schaltet bzw. wieder öffnet. Den aktuellen Status, ob die Mikrofone an oder aus sind, könnt ihr auch an der blauen bzw. roten Status-LED unter dem Objektiv sehen. Aufgrund der Größe der Kamera würde ich einen Betrieb allerdings nur an einem stationären Monitor vorsehen, da sie mit einem Gewicht von knapp 280 Gramm und einer Breite von ca. 18 cm schon recht groß ist. Für die Nutzung an einem Laptop gibt es bei AnchorWork auch deutlich kleinere Modelle, wie zum Beispiel die AnchorWork Conf 200. Über die AnchorWork Software, die ihr euch kostenlos für Windows oder macOS herunterladen könnt, könnt ihr noch vielfältige Einstellungen vornehmen. So kann zu Beginn erst einmal die Videoauflösung gewählt werden, angefangen bei 360p, über 720 und 1080p bis hin zu 2K. Die geringen Auflösungen könnten dann von Nutzen sein, wenn man mal nicht so gutes Internet hat, kommt ja in Deutschland hin und wieder mal noch vor. Weiter geht es dann mit dem Sichtfeld, also dem Betrachtungswinkel, was vor der Linse alles aufgenommen werden kann. Das Sichtfeld kann hier in 3 festen Schritten definiert werden, von 65 über 78 bis hin zu 95 Grad. 65 Grad können dann Sinn machen, wenn ihr mit mehreren Freunden oder Kollegen an einem Videochat teilnehmt, sodass auch alle auf das Bild passen. Zu guter Letzt gibt es aber auch noch den Solo-Frame, den ich hier in den letzten Wochen immer genutzt habe, da hier mittels Software euer Gesicht immer im Mittelpunkt gehalten wird. Auch wenn ihr euch mal vor der Webcam nach links, rechts, oben oder unten bewegt. Im Grunde genommen wird dabei softwareseitig in das 2K-Bild gecroppt, um diesen Effekt bewerkstelligen zu können. Neben generellen Einstellmöglichkeiten von Helligkeit, Schärfe oder auch Farbsättigung und Kontrast kann aber auch die LED-Leuchte per Software noch detaillierter konfiguriert werden. So kann man hier verschiedene Helligkeitsstufen wählen, die LED-Lichtleiste dies aber auch automatisch regeln lassen. Weiterhin gibt es verschiedene Farbtemperaturen und die Möglichkeit einer automatischen Lichtregelung. Hier wird nicht nur die Helligkeit automatisch an euren Raum angepasst, sondern auch die Farbtemperatur. Was mich bei diesem Modell extrem überrascht hat, war vor allem die sehr gute Audioqualität über die 4 eingebauten Mikrofone, die zwar immer noch hinter Studiomikrofonen liegen, das ist ganz klar, aber deutlich besser war als bei günstigeren Versionen. Neben diesem Highlight hat mir aber vor allem das Solo-Frame-Feature gefallen, da man hier nicht zwangsläufig immer starr vor der Kamera sitzen muss, sondern diese den Kopf kontinuierlich mitverfolgt. Was zudem noch gut funktioniert hat, war der Autofokus, sodass euer Kopf immer mit dem richtigen Detailgrad abgebildet wurde. Ich musste aber auch feststellen, dass vieles mit den vorliegenden Begebenheiten in eurem Büro zu tun hat. Sitzt ihr zum Beispiel mit dem Rücken zum Fenster oder habt ihr starkes Seitenlicht, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist, so kann auch diese Webcam ein bedingt gutes Bild auf das Display zaubern. Hier hilft dann nur noch Feintuning in der AnchorWork Software, wobei hier vor allem die Helligkeitsregulierung und Schärfe wirklich sehr von Nutzen war.
In den nächsten Sekunden möchte ich euch aber nochmals verschiedene Auflösungen und Audiobeispiele mit der AnchorWork VideoBar B600 und der AnchorWork Software zeigen. An dieser Stelle schon einmal ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich auch in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao! Wir befinden uns jetzt in meinem Testvideo von der VideoBar B600 und ihr seht aktuell eine 2K-Aufnahme, also in 2K-Auflösung mit einem Blickfeld von 65 Grad. Das gleiche gibt es natürlich auch mit 78 Grad, nochmals 95 Grad, um etwas mehr Inhalt abbilden zu können. Zum Beispiel, wenn ihr mit euren Freunden gemeinsam vor der Webcam sitzt. Und es gibt hier den sogenannten Solo-Frame. Das bedeutet, das Bild wird automatisch anhand meines Gesichtes zentriert. Und je nachdem, zu welcher Seite ich mich bewege, folgt die Kamera softwareseitig, also virtuell mit meinem Gesicht mit. Hat natürlich den Vorteil, dass ich nicht immer starr vor meinem Bildschirm sitzen muss. Ansonsten eine Besonderheit ist natürlich die ausklappbare LED-Leuchte, die ihr über den dritten Punkt findet. Momentan ist sie deaktiviert. Ich schalte sie jetzt ein. Ihr habt es sehr wahrscheinlich so vor allem im Bereich meines oberen Gesichtsbereiches sehen können, dass sie eingeschaltet wurde. Kann auch in verschiedenen Helligkeitsstufen reguliert werden. Das heißt von ganz hell, das wäre jetzt ganz dunkel, zu ganz hell, aber auch in verschiedenen Farbtemperaturen. Das wäre jetzt kaltweiß und das wäre jetzt warmweiß, was man auch sehr schön an der LED sehen kann. Und es gibt natürlich auch eine automatische Lichteinstellung. Das heißt, ihr überlasst es ganz allein dem LED-Licht, ob es eben eingeschaltet wird oder nicht. Bei mir ist zwar jetzt der Rollladen geschlossen, allerdings habe ich noch Hintergrundbeleuchtung, sodass die LED mal kurz ausgegangen ist, jetzt sich wieder eingeschaltet hat, weil festgestellt wurde, dass das Ganze dann doch etwas dunkel ist. Ihr könnt auch schon wie bei der C200 auch verschiedene Bildeinstellungen vornehmen, unter anderem Helligkeit, Kontrastwerte, Schärfe und natürlich auch Farbsättigung. Ansonsten hört ihr natürlich auch den Ton über die 4 eingebauten Mikrofone mit der Klangqualität der VideoBar B600.